Wir sind im Kampf zurück bei Divinity Original Sin in Hiberheim. Und wir wollen ja eigentlich hier durchgehen, aber da ist beim Aufmachen sind so komische Gegner aufgetaucht hier. Die müssen wir natürlich jetzt mal aus dem Weg räumen. Das sind Mecha-Hahn. Ich nehme mal an, die widerstehen Feuer. Da habe ich richtig gedacht. Okay. Also es ist schon ein wenig strange. Kann ich den noch? Nee. Oh, Madora brennt. Wow, das hat... Moment, das hat Madora mit einem Hit gemacht? Shutting down. Das ist echt nice. Ja. They sure didn't skimp on their strange sentinel system around here. Ja, das haben sie wirklich nicht. Und vielleicht kann man das ein bisschen hören. Es regnet momentan leider bei mir ein bisschen. Das heißt, es könnte sein, dass sie manchmal ein bisschen den Regen hört, weil mein Fenster ja, wie gesagt, so ein Velux-Fenster ist, was leider ein bisschen blüht bei solchen Sachen. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ich bin ja erstmal hier falsch. Nee, ich war doch richtig. Könnt ihr mal eine Heilung hier machen? Sie könnte... Seine Heilung verschwenden wir jetzt hier nicht. So, und hier hat sich ja der Weg geöffnet. Die Statuen haben gesagt, das ist der richtige Weg. Komm, komm, komm. Ah, ich wusste es, dass wir uns noch vergiften werden. Source Hunter. Irgendwer redet ja. Da oben. Da ist sie doch. Nee, das ist Almina, aber das ist nicht die weiße Hexe. Die suchen wir ja. Source Hunter. Do not waste your magic. Verschwindet nicht eure Magie an mir, die Elemente rufen mich nach Hause. Ach, ich soll also meine Magie an dich verschwenden? Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber ich habe jetzt mal, ich habe sie jetzt mal geheilt. Und wir müssen mit ihr reden wahrscheinlich. Dann machen wir das mal. Also, ihr seid gekommen. Ah, bei den gesegneten Sternen. Ihr seid gekommen. Ihr müsst sie finden. Sie befreien. Die Elemente. Sie. Da ist eine finstere Kraft. Sie zieht an den Elementen. Kein Gleichgewicht. Vielleicht das, was sie geholt hat. So. Aber wir können sie noch ein bisschen abzocken. Wobei, na, so viel können wir ja nicht machen. Können...
Nee, das ist dann wiederum zu viel. Nee, die hat 300. Oh, dann geht's ja doch. Oh, da ist auch noch ein bisschen was. Das ist ein bisschen zu viel. Trudana. He. Na, ich glaube, das machen wir. Ich nehme euer Angebot an. Ich bin fast am Sterben, aber ich nehme gerne noch etwas an. Okay. Wer seid ihr übrigens? Almina. Namentlich bekannt, Lehrmädchen der Wächterin eurer sogenannten weißen Hexe. Und jetzt, wie es scheint, ihr Misserfolg. Ich kam zu ihr, um von ihr zu lernen, wie man heilt, wie man schützt. Doch dunkle Teufel sind in ihr Heiligtum eingedrungen. Sie spürte ihr Kommen, spürte die Gefahr, die ihr auf den Fersen war, aber sie wusste, dass eine Flucht die Jagd nur verlängern und weitere Unschuldige töten würde, auf ihren Weg. Sie brachten sie zu diesem seltsamen und schrecklichen Ort. Tief in den Tiefen, in die ich nicht folgen konnte. Warum nennt ihr sie die Wächterin? Sie ist eine Beschützerin, der Schwachen, eine Verteidigerin der Unterdrückten, die Hüterin des Lusula-Waldes seit Jahren. Seine Wächterin. Wie konntet ihr durch die Statuen mit mir sprechen? Das überrascht selbst mich. Meine Energie braucht organische Materie und ich bezweifle, dass ich die Flammen erreichen könnte. Aber die Wächter hier eignen sich vielleicht. Nee, einige sind vielleicht fühlende Wesen. Hütet euch vor ihnen, Quellenjäger. Ich will mehr über die weiße Hexe erfahren. Natürlich, natürlich. Alles, was euch helfen kann, sie muss wiederhergestellt werden. Von diesem Ort weggebracht werden. Ich schwöre, die Ermordung des Ratmitglieds Jake von Kysial zu rächen. Was ihr auch immer für Lügen gehört habt, die Wächterin höchstpersönlich wird sie richtigstellen. Sie ist so wenig in der Lage zu morden, wie das Eis euch wärmen kann. Sie würde eher sich selbst als ein lebendes, nee, als ein anderes Leben vernichten. Warum wurde sie hierher gebracht? Eine Frau, wie sie, schafft sich viele Feinde. Sie, die Schöpferin, wird ewiglich verfolgt von jener, die gerne zerstören. Was die Plünderer hier vorhatten, ich weiß es nicht. Aber sie erwarten von ihr nichts Gutes. Und wohin wurde sie gebracht? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Sie haben sie verschleppt und sie war meiner Sicht entzogen, ehe ich an diesen schrecklichen Ort kommen konnte. Fühlt ihr es denn nicht, der Sturm, die Elemente im Chaos, im Krieg? Was ist das für ein Ort? Tagebuch aktualisiert. In der Tat eine seltsame Dimension, mir bisher unbekannt. Der Spaltläufer, der die weiße Hexe hierher brachte, sprach von Hiebeheim. Aber ich habe davon noch nie zuvor gehört. Aber die Elemente hier rasseln in Ungleichgewicht. Ich kann kaum etwas erkennen. Mein Geist, meine Seele findet hier keinen Frieden. Ich glaube, in das nächste Leben mit einem Herzen und einer Seele voller Chaos und Verzweiflung. Nee, ich gehe nicht, ich glaube. Ich gehe in das nächste Leben, blablabla. Warum sind die Elemente so unsymmetrisch? Das Vielland ist ein Reich aller Elemente, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Wenn eins wuchert oder sich ein anderes verringert, folgt Chaos. Das hat das Gleichgewicht der Mächte zerstört, das zwischen den Elementarkönigen herrscht. Hiebeheim ist ein Reich des Winters, aber es erstreckt sich weiter, als es sollte.
Ich bin da mal weg. Bitte, ihr müsst die weiße Hexe finden. Was man ihr auch immer vorwirft. Ich weiß nur eins. Sie ist unschuldig. Befreit sie, sprecht mit ihr und überzeugt euch selbst. Und sagt ihr, dass es mir leid tut. Und dass ich sie vielleicht wiedersehen werde. Eines Tages an einem fernen Ort. Nochmal Tagebuch aktualisiert und sie wurde gewone-hitted. Vom Spiel. Ist ja gemein. Okay, ewiger Winter. Tag 6, 6.47 Uhr. Wir erfuhren, dass die Elemente überall in Hieberheim aufgewühlt und aus dem Gleichgewicht sind. Es scheint eine böse Macht am Werk zu sein. Und findet die Hexe. Tag 6, 6.55 Uhr. Wir trafen auf Almina, das Lehrmädchen der weißen Hexe. Sie erzählt uns, dass sie unter falschen Anschuldigungen festgehalten wird. Sie bat uns darum, sie zu befreien. Okay. Warum ist hier nochmal Gift? Kann man hier irgendwie noch weitergehen? Nö, ich nehme mal an, nicht, ne? Okay. Wir müssen jetzt also die Hexe finden. Ich denke mal, wir müssen hier in Hieberheim damit anfangen, nach ihr zu suchen. Wird natürlich nicht einfach werden. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Es gibt hier unten ja noch einen Weg, den sind wir ja noch nicht gegangen, den können wir ja jetzt mal gehen. Mal gucken, was denn da so ist. Eindringlinge erkannt. Verwundbar. Careful. I've spotted a trap. Da ist doch irgendwas, was wir uns holen müssen, oder nicht? Kann man hier nicht einfach mal Feuer raufmachen? Kommt man da jetzt vorbei? Verwundbar. Ich mache hier mal ein Safe, ich teste mal was. Was passiert, wenn ich theoretisch mit ihr jetzt alleine da mal durchgehe? Careful. I've spotted a trap. Achso, da passiert gar nichts. Ich dachte jetzt, da passiert irgendwas. Da kommt von oben Sachen runter und ich dachte, ich bekomme jetzt Schaden oder so. Aber nö. Okay. Da habe ich mich wohl geirrt.